Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Oder was soll ich doch lieber sagen? Lagcraft, aber naja, ist ja auch egal. Ja. Letztes Mal hier unten an der, ich sag mal sozusagen, Diebesgilde weitergearbeitet. Hier in, Chewieville, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wollte ich... Dann vielleicht, nee, komm, dann mache ich mal irgendwann anders hier unten was Schönes einrichten. Das ist mir ehrlich gesagt jetzt zu blöd. Ich möchte erstmal schauen, dass ich hier oben die Stadt baue. Und den Marktplatz vor allem. Ich möchte hier nämlich einen schönen Marktplatz stehen haben. Und ja, wunderbar. So. Also hier ist der Schmied. Wo kann ich denn dann noch was machen? Ich bräuchte noch eine große Festung sozusagen. Oh, halt. Nehme ich einfach mal 12 Minuten auf. Das sollte klappen. Gehen wir hier rein. Hey. Gehen wir hier rein. So. Na, ich bin übrigens erkältet. Wer es nicht mitbekommen haben sollte, jetzt wisst das. Und, ah, Mann. Gut, ich werde jetzt hier erstmal Holz farmen. Einfach damit ich was bekomme an Holz sozusagen. Und ja, dann brauche ich halt das Holz. Ja, genau. Was ist denn jetzt hier los? Um hier in der Stadt was Schönes zu bauen, brauche ich das Holz. Und ja. Weil ich möchte dann jetzt gerne mal weitermachen und oder den Marktplatz mal anfangen, auf den ich mich richtig freue. Den möchte ich nämlich so schön gestalten mit so einem kleinen Mäuerchen rum. Also ich würde sich jetzt schon sehr an Rift orientieren, also aus Skyrim. Und dann kann ich ja gleich mal hier direkt was ansprechen. Ich habe ein Problem mit einem meiner Projekte, nämlich mit Brickforce. Es macht mir zwar noch Spaß, auch wenn es manchmal nicht so sein klingen mag, aber erstens, ich bin in letzter Zeit voll schlecht. Naja, aber ich meine, ist mir auch egal, ob ich da jetzt eine schlechte oder eine gute Runde hochlade, aber wenn ich da nur sterbe, dann möchte ich euch das nicht antun. Und ja, deswegen lösche ich auch bei Brickforce manchmal einige Aufnahmen. Aber nur, wenn ich dann wirklich da 20-0 hab oder ne, 0-20 hab. Ja. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das wäre mir eigentlich noch egal. Irgendwie kriege ich dann schon noch gute Gameplays hin. Das Hauptproblem ist, Brickforce lässt sich bei mir einfach nicht mehr starten. Ich weiß auch nicht warum. Letztens, also Play 1, 2, 3 schmieren bei mir grundsätzlich immer ab. Heißt, ich kann nichts machen, die schmieren einfach ab, so wie sie wollen und gerade lustig sind. Und ja, dann kommt noch das Problem hinzu, ich kann mich einfach nicht anmelden. Der sagt mir, oder hin und wieder, das habe ich eigentlich fast jedes Mal, muss mich mal 20 Mal einloggen oder so, bis der dann endlich mal connected. Und wenn ich dann immer auf Spielen klicke, dann sagt er, ja, Zeitüberschreitung oder so ein Kram. Und ja, das möchte ich mir einfach echt nicht mehr antun. Und ich werde jetzt noch bis Sonntag warten. Und wenn es bis dahin nicht besser ist, dann werde ich, denke ich, Brickforce abbrechen und mit was anderem weitermachen. Oder mir ein anderes Projekt aussuchen. Weil, ja. So macht es mir definitiv keinen Spaß mehr. Ich kann dann, also ich komme auch gar nicht mehr wirklich im Brickforce rein. Ich will dann immer noch mal in den Clan gucken, vielleicht neue Bewerber annehmen. Aber so weit komme ich ja nun nicht mal mehr. Ich klicke dann auf Clan, dann schmiert mir Brickforce schon wieder ab. Ich habe es auch schon einmal oder zweimal neu installiert. Also daran kann es auch nicht irgendwie liegen, dass das alte irgendwie scheiße war und das neue jetzt besser. Brickforce generell hat sich jetzt seit einem neuen Update, ich weiß gar nicht, das war nach dem Paintball-Update, aber seitdem ist es schlecht. Bei mir zumindest läuft nicht mehr richtig. Keine Ahnung. Ja, wenn einer da eine Problembehandlung weiß, kann er sie mir ruhig nennen. Und ja. Aber ich denke mal schon, dass ich, wenn das wirklich Sonntag nicht funktioniert, dann das Projekt einfach einstellen werde. Und ja, dann beginne ich mit was Neuem. Zum Beispiel, ich wollte schon seit Ewigkeiten Skyrim machen. Ich habe letztens schon wieder eine Anfrage gekriegt. Hey, wann kommt endlich Skyrim?
unter dem Lego Herr der Ringe Part war das, ja, das kommt nach Lego Herr der Ringe, sollte eigentlich, aber wenn jetzt Brickforce nicht mehr funktioniert, hey, umso besser, dann fange ich, ja, direkt nächste Woche damit an. Also wenn Brickforce bis Sonntag nicht funktioniert, dann könnt ihr darauf hoffen, dass nächste Woche dann Skyrim kommt. Da freue ich mich auch drauf, aber das Skyrim wird nicht zu lange gehen, also macht euch da keine Hoffnungen. Vielleicht wird dann Januar 2013 Skyrim nochmal rausgekramt für Dragonborn. Da soll ja das Update für, oder das Add-on für den PC rauskommen. Und ja, ich denke mal, dann werde ich da mit ganz groß dabei sein und auch spielen. Weil, boah, Dragonborn. Wir sind, ich weiß jetzt gar nicht genau die Story, aber der Knüller daran ist, wir sieht man nicht mehr in dieser eisigen Umgebung, sondern in einer Insel vor Morrowind. Morrowind, das ist ein Land, wo die Dunmer herkommen, glaube ich, also die Schwarzelfen. In dem Land, in Tamriel, wo auch Skyrim Dingens drin liegen, Cyrodiil, genau. Ja, das war der im dritten Teil. Und ja, da freue ich mich richtig, richtig drauf. Das wird einfach saugeil. Und ja, irgendwie hatte ich schon mal vor, so die ganze The Elder Scrolls Reihe zu let's playen, aber ich denke mal, spätestens bei Arena und Daggerfall würde er dann schon relativ schlecht, weil ich bin jetzt erstens, finde ich die beiden Spiele nicht so klasse. Ja, die sind schon klasse, aber mir gefallen die vom Gameplay her nicht so. Da bin ich jetzt nicht so gut drin. Und zweitens, die gehen unglaublich lange, vor allen Dingen, wenn man sich nicht auskennt. Also ich würde mich dann hoffentlich nur auf die Hauptstory beschränken, aber bei Daggerfall, wisst ihr, ich töte einen Charakter. Erstens zufallsgenerierte Map, zweitens ich töte einen Charakter und irgendwo nehme ich dann oder erschaffe ich damit eine Nebenquest oder beende damit eine Nebenquest und ja, auf einer Fläche, die zweimal so groß ist wie Britannien und irgendwie genauso viel wie viele Einwohner hat, habe ich dann keinen Bock, mich da rumzuirren, weil ich einfach ja nicht so gut bin. Aber ja, wenn Brickforce bis Sonntag nicht funktioniert, ich zeige es euch dann. Wenn es Sonntag nicht funktioniert, lade ich ein Video hoch. Dann kommt Skyrim. Und ehrlich gesagt freue ich mich darauf. Ich werde einen Hauptstory-Run machen. Mal schauen, wenn ich Bock habe, werde ich noch Diebesgilde, Dunkle Bruderschaft, Kaiserliche oder Sturmmäntel weitermachen. Und auch noch Magiergilde oder so ein Kram. Oder Gefährten. Einfach mal gucken. Das sind so eigentlich, das, was ich gerade aufgezählt habe, sind so Hauptnebenquests. Also das sind so Nebenquests eigentlich, die eigentlich selber noch eine eigene Story in Skyrim verkörpern, der man auch folgen kann. Aber ich denke mal, die Hauptstory ist wirklich Alduin, also den Drachen zu besiegen. Und der werde ich dann auch erstmal folgen, eine Weile lang. Ja, bis ich dann das irgendwie fertig habe. Ich denke mal, das werde ich dann vielleicht, also ich werde ziemlich sicher, dass in zwei Aufnahmen durchspielen, Skyrim, die Hauptstory, wenn man so wie ich schon 5-mal durchgespielt hat. Damit übertreibe ich nicht. Ich untertreibe eher. Eigentlich sind es noch viel mehr, aber 5-mal, ja, bestimmt 7-mal habe ich die schon durchgespielt, die Hauptstory. Aber immer mit unterschiedlichen Charakteren. Ja, denke ich, werde ich das in 2 Aufnahmen durchspielen oder vielleicht auch in einer, wenn ich richtig hart bin, aber es kommt auf die Laune an dem Tag an. Wisst ihr, wenn ich bei der ersten Aufnahme eines Projektes bin ich immer so, boah, ne, das ist jetzt ein neues Projekt, da musst du das und das machen und das ist immer so ein ganz anderer Kommentarstil, aber wenn ich dann bereits, ja, schon eine Aufnahmesession hinter mir habe, dann klappt das und dann, ja, ist das schneller und ich denke mal, ich werde im ganzen Spiel keine Nebenquest machen, bis auf eine, weil die gibt zusätzlich Gold und liegt direkt auf dem Weg. Werdet ihr aber dann sehen, wenn Skyrim wirklich kommt. Ich werde aber jetzt jeden Tag probieren, mich in Brickforce einzuloggen, damit es für die Leute, die nur gerne Brickforce weiterhin sehen möchten, auch fair ist. Nicht, dass ich dann beschuldigt werde, hey, du hast das gemacht, weil du Brickforce nicht mehr sehen willst oder so. Stimmt nicht, ich komme da einfach wirklich nicht mehr rein. Ich spiele das ja nur noch einmal in der Woche. Aber das finde ich auch, macht dann richtig Spaß, mal wieder so einen kleinen Shooter für zwischendurch. Und ja, deswegen finde ich das schon eigentlich relativ schade, aber
wenn er dann irgendwie mal wieder funktioniert, dann kann ich ja vielleicht auch nochmal eine Runde im Livestream spielen. Ist ja nicht mehr lange bis 500 Abonnenten. Dann wollte ich ja mal Livestreams machen, wenn ich 500 Abonnenten habe. Einfach um ein, ja, wenigstens 10 Zuschauer wollte ich dann schon auf meinem Livestream haben. Vielleicht werden es sogar mehr. Mal schauen. Und dann werde ich immer vorher so Zuschauerumfragen starten. Also im Livestream dann direkt, was wir spielen. Dann können die mir das in den Chat schreiben. Das, was die mal, wo ich sehe, dass das die meisten Stimmen bekommt. Ja, das wird dann gewählt. Und ja. Aber der wird dann auch nur so eine Stunde gehen oder so, damit das einfach nicht zu lang wird. Und ja, ich denke dann immer samstags. Wohl, ne, Samstag macht TT-Stream. Den möchte ich dann auch noch gerne gucken. Boah, weiß ich jetzt gar nicht wann. Dienstags, genau heute. Ha, dienstags ist doch perfekt, dienstags. Dienstags ist eigentlich der perfekte Tag für mich jetzt, für so einen Livestream, wisst ihr? Den mache ich dann so um, ja, siedle ich so gegen 19, 18 Uhr an. Da habe ich dann auch Zeit immer dienstags. Dann gehe ich vorhin noch mit dem Hund raus, hat sich keiner beschwert hier. Und ja, dann klappt das. Also, mich weiter fleißig verbreiten und euren Freunden ans Herz legen, dann gibt es demnächst auch mal ein paar Livestreams. Das sind ja nicht mehr so viele bis zu nur 500. Also, da denke ich, werde ich schon bestimmt einige Zuschauer kriegen, wenn das ja so ein geregelter Ablauf ist. Aber ich werde euch da auch nochmal fragen. Aber dann wirklich dann nur so gegen die Abendszeit, weil ich habe ja echt immer nur Abendszeit. Mittags habe ich halt dienstags und dienstags habe ich, ja, nur dienstags habe ich unter der Woche Mittagszeit. Dann nehme ich dann auch immer auf, wenn ich am Wochenende nicht viel geschafft habe, weil am Wochenende bin ich auch öfters mal weg. Bei meiner Oma oder so, kennt ihr bestimmt. Oder irgendwo einkaufen oder da und da und keine Ahnung. Kennt ihr bestimmt alle. Bestimmt. Ja, hier wollte ich den wachsen lassen. So, dann habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Holz. Ein Stack habe ich auf jeden Fall schon. Oh, ich habe mehr als ein Stack. Cool, ich habe sogar durch diese Bäume gleich mein Essen mitgefarmt. Das ist natürlich geil. Oh, meine Nase wird gerade frei. Geil. Kann ich gleich besser mit dem Reinhard skypen. Der wollte nämlich noch LOL mit mir aufnehmen. Nicht aufnehmen. Suchten, spielen, so. Ja, könntet auch mal hier bei Mine Was Wild in die Kommentare schreiben, ob ihr League of Legends von mir vielleicht sehen wollt. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich aufnehmen will. Wenn, dann ist das nur so ein gesondertes Projekt, was hin und wieder mal kommt. Ist dann nicht wirklich ein Hauptprojekt oder ein Hauptnebenprojekt. So wie Brickforce zum Beispiel jetzt. Oder Lego Herr der Ringe. Oder dann dem zukünftigen Skyrim, weil Skyrim wird kommen und zwar noch vor The Elder Scrolls Online, was auch kommen wird. Das kann ich euch versprechen, dass The Elder Scrolls Online auf meinem Kanal kommen wird. Wirklich, da The Elder Scrolls Online, da freue ich mich drauf, seit ich von gehört habe. Erstmal fett einen runtergeholt, The Elder Scrolls Online, bam, und jetzt bin ich auch Let's Player und wenn das dann auf meinem Kanal ist, dann, also, naja. Mit diesen lustigen Worten sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Part.